Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge haben wir mit Sora und Rico das Land der Musketiere betreten. Ich wollte erst die Welt der Musketiere sagen, weil es wäre ja komplett falsch gewesen. Und ja, ich habe wieder ein bisschen trainiert und zwar bis vor kurz Level 28. Boah, ich habe es heute wieder drauf, ne? Ich habe mal bei den Geistern nachgeschaut und ich kann wieder einen Geist herstellen, und zwar kann ich sie herstellen, Mimiase. Ich habe letztens hier so eine Neko-Katze hergestellt und habe die Mimi genannt. Das ist natürlich sehr gut. Ich habe mir sogar einen Namen schon vorher überlegt. Es war sehr unkreativ, aber was soll's. Und zwar nennen wir dich Bunny. Weil, warum nicht? Ich meine, die sind auch aus Kingdom Hearts Birth by Sleep, oder? So, Frage Nummer 1. Was kannst du alles? Sinistra Barriere. Warten wir. Jetzt mal jetzigen, da fällt mir gerade ein. Da soll ich mein Fertigkeitsding hier ein bisschen bearbeiten, und zwar das hier. Einzige, was ich bisher lernen kann, Blitzbooster ist sehr gut, da ich Blitz rausgerüstet habe mit Rico. So, tu was freischalten, nicht das. Oh, das kostet alles so viel, aber ich muss hier rankommen, also brauche ich 160 Punkte. Magiesphäre, das müsste eigentlich, ja, das müsste klappen. 200, um Hilfsbooster lernen. Oh Gott, ey. Ich froh, wenn ich die ganzen permanenten Sachen schon hinter mir habe. So, wir sind kurz am Stürzen. Wir haben mit 2.0 Geschwindigkeit, weil warum nicht? Ich weiß schon wieder nicht, wie das passiert ist, aber ich habe einen Wecker eingesetzt. Genau. Sollte ich vielleicht wechseln. So, Feuerer, oder was haben wir noch für Dinger? Grafgar, weil dann wird Gravischlag irgendwie unbrauchbar. Nehmen wir irgendeinen Feuerangriff, oder? Habe ich aber, glaube ich, nicht. Feuermühle, ja, habe ich. Mal Giftsturz. So, Gott, Schattenbrecher dauert lange. So, wir haben Carlo hier in dieser Welt gesehen. Was will er hier in dieser Welt? Was hat er vor? What's all this for? Das ist ein Theaterstück. Is that supposed to be Mickey and the others? Heesh. Those three are together even when they're made out of wood. Diese Frisur an. Aber der Dad gibt auf die Fresse. Er hätte ja nicht einfach nur eine Markierung da hinmachen können oder so, ne, um zu testen, wohin das Ding fliegt, ne? Sind ausgerechnet irgendwelche Figuren aus Holz schnitzen. Warum man nicht? Obwohl. Warum nicht? Drei neue Viecher. Dann zwar mit Rico schon alle Verbindungen, aber. Ikaros. Ikaros. Gib mir Level 28. Oh Gott, halten die viel aus. Da bin ich mir noch ein Angriffswert. Jetzt halten die nicht mehr so viel aus, ne? Und Abwehrwert. Sehr gut. Ich habe nur Angriffskopf gelesen, habe mir gedacht, yes. Und wir setzen das Panel wieder ein. Ich
Meine 3DS-Version waren die ein bisschen härter hier einzusetzen. Ja gut, dass die so simpel gehalten sind. Hätte man noch komplizierter machen können. Finde ich gut, dass die das nicht gemacht hat. So, du bist einer von uns. Boah. Einer von uns. Oh. Komm mal her. So, meine Güte. Die blöden Löwen hinterlassen noch nicht mal was. Da will ich von denen die Dingens haben, die Traumfragmente. Dass ich die selber herstellen kann. Boah. Was gerade nicht schon wieder. Boah. Oh, bleib doch mal hier. Was ist das? Boah. Da ist unsere Zeit mit Rico schon wieder vorbei. Dann kommt man mitten im Bosskampf raus mit Sora. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger im Bosskampf, ne? Portal wird er hat eine im Hof, war glaube ich ein Spezialportal, das wir gesehen haben. Ne? Oh? Wackelnde Schatztruhe. Ist someone... Minnie. Oh, thank you for saving me. Where are you going? Hört sie einfach ab. I have to help the Musketeers. What happened? Tell me what I can do. Who are you? Riku. Mickey's my friend. Oh, Riku, the stage has been rigged with a machine to lure Mickey and the others into a terrible trap. If we could only find something to control the device from here. Lucky I remembered. Look what I nearly forgot. Eh? Why is the box sans mouse? Oi, quit messing around. The boss is losing his patience. Oi. There it is. That's the Panzerknacker, oder? I'm on it. Gute Reise, Prinzessin. Kampfmusik und dann kommt die Szene. It's time to say bon journey, your royal highness. Captain Pete, what is the meaning of this? Oh, don't you lose any sleep over it, Princess. I'm just gonna seize the throne and rule happily ever after. After you name me king, that is. What? I most certainly would never agree to that. Bien sûr. And that's why the real you won't be the one doing the naming. I got myself another stooge to take the stage. All you gotta do is keep your royal mouth nice and shut. A double? Mickey and the Musketeers will stop you. Oh, never you fear, Princess. Those chowderheads will be out of the picture real soon. So, how are we looking, boys? Aye, okay, boss. Test run's done. We'll flatten them like crepes. Good. Now, you must hold on to that thing no matter what. If it you don't mind, your highness, we have a seat reserved for you backstage. It's gonna be curtain soon. Oh mein Gott. Okay, die schnappen wir uns. Die drei. Oh Gott, nicht schon wieder so was. Wenn nicht dafür die Traumanzeige untergeht, ja, das ist sowieso jetzt egal. Oh Gott, das ne. Komisch, dass jetzt aussah. Lag an diesem Dunst, oder?
Warum muss ich mir jetzt keine Gedanken machen? Wahrscheinlich muss ich das sowieso wieder neu anfangen, ne? Oh Gott. Sieht sehr komisch aus. Oh. Hey, jetzt irgendwas. Sehe ich doch schon. Eine große Truhe, ausgezeichnet. Bitte ein Rezept. Eisgar. Hey, kann man direkt ausrüsten mit Sora, genau. Ah, er hat ja noch Wecker. Stimmt, gleich direkt im Kampf. Wir haben was gefunden. Wer ist das? Hatte ich gerade schon geöffnet habe. Und da gehen wir pennen. Und mitten im Kampf war schon gemütlich. Und jetzt gehen wir mit Sora weitermachen. Wo wir mitten im Bosskampf waren. Alles klar. Hi. Verdammt. Finger weg hier. Bewegt sich so komisch so. War sehr gut, jetzt sind zurückgeflogen. Ja, komm her. Wow. Beste Hech. Also ein klassischer Kampf, der in Kingdom Hearts 1 oder 2 vorkommen könnte. Aua! Was spinnst du? Da bist du wieder. Bin da hinten. Und Ballonra, da bist du wieder da hinten. Und der nächste suchen. Du fasst die Kutsche nicht an. Was? Hey, hey. Ja, das war nicht zu früh. Da fand ich schon immer bescheuert in dem Spiel. Ey. Du hast einen riesigen Tyrannosaurus Rex, ne? Boah, ist er weggeflogen. Was macht er für Geräusche? Wie auf einen Hamster, auf den du drauf trittst, ey. Statt irgend so ein Jurassic Park Tyrannosaurus, so ein Godzilla Geräusch und hi. We'll be lightening your load by one, Princess. Now make like those musketeers in Scran. Au revoir. Ja. Ich habe einen Tyrannosaurus besiegt. Bin kein einziges Mal runtergefallen, aber dann so was. Your Majesty, I mean Mickey. Sora, I'm sorry. They got away with the princess. Don't be. It's not your fault. As long as we all stick together, I know we can get the princess back. Accomplish. Goofy's right. As a team, we can do anything. Yeah. Come on. So kann sich irgendwie nicht normal umdrehen, ne? Da muss ich mal diesen komischen Hüpfer machen. Mit einem Schwung. Und wo ist die Mini? But there's no sign of the princess. From that means... Yep. She's out there somewhere, counting on us to come to the rescue. And we're gonna be the ones to save her. Hey, aren't you forgetting someone? Okay. Also Mama. Übungsplatz, okay, da geht es zum Übungsplatz.
Was haben wir hier? Spezial, nein, Freundschaftsspezial. Ich wollte trotzdem einsetzen. Das hat ja was Neues. Mehrfach Rauschwinger, Schwingschleuder. Ist ja was Neues. Komm, Gegner. Oh geil, das ist wie bei einem Panda. Das ist exakt wie bei einem Panda. Lass mal irgendwie einige von denen färben, aber weiß nicht, denke ich irgendwie nie dran. Vielleicht Swish. Naja, ich wollte ich nicht reinspringen, Mann. Da oben, ich wusste irgendwo hier oben babbert. Oh, egal. Ja, diesmal Licht. Schweiftanz. Mal schon mal. Nö. Also jetzt sind keine Gegner hier. Genau wie bei Stitch in Kingdom Hearts Birth by Sleep. Da die Gegner alle so lange hier bleiben und sich hiervon angreifen lassen. Nee. Die müssten ja eingefroren und tot sein, wenn ich die treffe. Die sich nicht vom Fleck rühren. Ich finde, das haben wir nur gute Welten vor uns. Dann weiß ich nicht, der Raster. Es ging so. Jetzt haben wir noch die geilen Welten, ja. Und auch die geilen. Ich habe die anderen blöde waren oder so. Aber kennt man auch. Gibt doch bestimmt für jeden hier immer so eine Lieblingswelt. Und meine kommen erst am Ende. Oh, da unten haben wir was. Restart. Oh, so drei. Ich zapfe noch einmal. Oh Gott. Haben wir schon mal eingesetzt? Ja. Mal gucken, ob ich hier mit Zora schon alles eingesetzt habe irgendwann. Zora hat ja für jeden Geist hier ein eigenes Ding, ne? Deswegen wird wahrscheinlich hier das ein bisschen länger dauern, bis ich mit ihm alles habe. Mit Rico habe ich ja schon alle Link-Verbindungen. Klingt komisch, ist aber so. So, nein, ich wollte den da machen. Einer für alle für einen. Schieden. Wenn wir München klappen, ein bisschen mehr Schaden machen. Oh Gott. Wir sind bei Rico die Levelanforderungen in dieser Welt so so viel höher. So zwei Level. Ich verkenne mich an der Wand. Mich da links zurück. Und swoosh. Oder swish. Jawohl. Das geht mir irgendwann mit 1000 Erfahrungspunkte. Jetzt liegt ja so richtig gut darin, irgendwie alle Traumfänger hier herzustellen. Ich glaube nicht in meinen ersten Durchlauf damals gemacht für den 3DS. Hi. Yeah. Da wollte mich wieder einschläfern, irgendjemand, ne? Genau gesehen. Sheen. So immer es bedeutet. Ich kenne Zwisch, aber das ist Sheen. Hat sich Max aus Jimmy Neutron in der Originalversion so im Englischen.
Ja, da wollte mich wieder jemand einschläfern. Ja, wir haben hier die ganze Zeit einschläfern. Ist das etwa du? Also ihr könnt meine Kommandos blocken, ihr könnt mich von Weitem anschießen. Ihr könnt mich einschläfern. Ey, sind doch voll überpowered, die Viecher. Aber ist mein Kreiswurf, der ist noch nicht aufgeladen. Warte mal, habe ich nicht. Nee, hab ich noch nicht. Wurf. Switch. Meine ich mal gerade einer? Was? Was soll ich sagen? Passiert da noch irgendwas? Aber ganz schön lange Zeit gelassen, ja. Kann mich ja eigentlich voll durchschummeln, ne? Wisst ihr? Aua. Er hat's voll gemacht, ne? War. Bum, bum, bum. Ich hab wahrscheinlich wieder voll viele verpasst. Wie auch immer das möglich ist. Wie? Beim ersten. Wie kann ich im bitte schon im ersten Jahr was verpasst haben? Wir haben schon fast die Hälfte aller Traumfänger hier. So, Tyrannenrex. So, ich frage mich, ob ich den erstellen kann. Als ob. Nö. Ja, mal gucken, ob ich hier irgendwie was herstellen kann. Ja, dich zum Beispiel. Liebliche Fantasie, Zauberase. Warum nicht? Okay. Wenn ich dich denn Zauberase. Ein kreativer Name. Hasini, ja. Boah. So geschrieben. Houdini. Houdini. Wie nennt man eine zaubernde Eule? Eine magische Eule. Houdini. So, machen wir direkt so. Machen wir Fantasie. Mir ist auch vollkommen egal, wie die Ränge und so ausfallen bei den Viechern. Im Moment, am Ende kümmere ich mich darum. Aizaguin. Wenn ich dich. Genau. Das ist der erste Name, der mir eingefallen ist. Plip. Weil, warum nicht? Plip. Wanstüberfall. Was? Also kann man auch welche erstellen oder scheint es irgendwie ein bisschen besser zu bringen. Vor allem für die Story, wo man auch ganzen Fähigkeiten und so alles braucht. Mir was Neues. Taiho-Käfer. Habe ich, ob ich dann auch welche herstellen kann, deren Rezepte ich noch nicht habe. Da wäre ein bisschen broken. Sieht irgendwie episch aus. Keine Ahnung. Hier. Ich weiß, ich bin wieder sehr kreativ heute.
Alter, reg dich ab. Ich brauche nur einen, ne? Schon ein bisschen krass. Da machen wir jetzt so lange, bis ich hier da, dich kann ich auch erstellen. Sieht aus wie ein Tanuki, deswegen nenne ich dich so. So, dann kann ich auch offscreen, weiß ich nicht. Ein bisschen eher die Dinger hochleveln. Weil ich halt überhaupt machen werde, keine Ahnung. Erfahrungspunkte minus 0 kann ich ja machen. Dann kann ich deren Fähigkeiten irgendwie hochleveln. Ohne mich selber zu überleveln. Wir gehen jetzt noch jede, meine Güte, Mieze-König. Oder Vieh ist ein bisschen größer, oder? Warum hast du die Klamotten von Mickey an? Aber ein paar neue Viecher zum Hochlevel auf Screen mäßig und so Stimmung Magier. Jetzt ging alles anfällig. Was kann ja noch ein bisschen dauern, habe ich so ein Gefühl. Nein. Ausrufezeichen bedeuten, glaube ich, immer, die, weil nicht einen höheren Rang haben können oder die sich in irgendwas anderes verwandeln können mit etwas Glück, ne? Bin mir nicht sicher. Aber ist auch egal. Noch eine Obstpfote. Auch ein bisschen unfair, man die ganzen Sachen hier schon erstellen kann, so. Ich nennen wir Cherry, Cherry Lady. Und ich kriege da ein paar Unterstützungsdinger. Ich habe 56 von den Dingern. Ein kann ja, boah. Koch Kairo. Ja, kann ja nur ewig dauern, habe ich so das Gefühl. Und ich nenne mal nein. Oh. Ich nenne mal Chef Frog. So, das reicht hier erstmal, ey. Ach, warte, da geht noch mehr. Also, wir haben die Viecher. So, Buhblümchen. Irgendwann später um Gedanken machen, die alle auf den Sternrang zu bringen. Die dann voll über Power zu machen. Auch wenn eigentlich gar nicht notwendig ist. Jetzt ich. Dornchen. Weil sie hat Dornen. Oder er, keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Was haben wir gleich alle, ne? Sagen ja, ne? Ist nicht so ein Tamaschab schon?
Oh, reicht. So, was habt ihr denn? Ups, habt ihr denn alles so drauf? Oh, ich bin mir sicher, Immunität haben wir schon, ne? So, Luftkombo Plus, das gibt's auch noch. Oh Gott. Trotzkopf. Mhm. Niemand von euch hat irgendwas Gutes, habe ich so ein Gefühl. Noch mehr Charmeur, Dreier Plasma. Jetzt Erlösung. Noch mal Trotzkopf. Diese Katzen haben immer Trotzkopf, habe ich so ein Gefühl. Warum bist du ein F? Hallo? War schlimmer als die anderen Dinger hier. Gut, okay, dann würde ich sagen, ich bin bald hier. Nächsten Folge, mein Gott, werde ich ein bisschen bis zu Level 28 hochleveln mit Zora oder kurz vor 28 und dann wieder ein paar Sachen gelevelt haben und so. Mal schauen, was sich so ergibt, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ich bleibe mich alle Zuschauer und sagt tschüss, bis zur nächsten Folge.